Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 25, dem Entschließungsantrag der Fraktionen CDU, Bündnis 90 die Grünen betreffend ein Ticket für Hessen, Einführung eines landesweiten Schülertickets unterstützt eigenständige Mobilität von Schülerinnen und Schülern. Zu Wort gemeldet hat sich für die Antragsteller Frau Kollegin Müller, Fraktion Bündnis 90 die Grünen. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Schülerticket für alle Schülerinnen und Schüler, Auszubildenden und Freiwilligendienstler kommt. Das war aus meiner Sicht eine der großartigsten Nachrichten der letzten Woche. Die andere hatten wir schon die Woche davor. Das ist das Jobticket für alle 135.000 Beschäftigten des Landes Hessen. Zusammengenommen zwei super großartige Nachrichten. Damit wird nicht nur ein Traum von Tarek Al-Wazir, unserem Verkehrsminister, wahr, sondern auch ein Traum aller Schülerinnen und Schüler, Auszubildenden und Freiwilligendienstleister und natürlich auch deren Eltern, die jetzt für 1 Euro am Tag ein Jahr lang für ganz Hessen durch Hessen fahren können. Es gab bisher gute Ansätze, auf denen wir aufbauen konnten. Es gab die Clevercard, es gab die Jugendfreizeitcard in Nordhessen. Aber die hatten alle unterschiedliche Regelungen. Die Jugendfreizeitcard z.B. 120 € ab 14 Uhr erst und montags und freitags. Oder die Clevercard nur für bestimmte Kreise. Also alles sehr kompliziert. Aber es war eine gute Grundlage, die wir jetzt weiterführen konnten, weil wir wussten, diese Karten werden angenommen zu einem hessenweiten Ticket. Und deswegen auch vielen Dank, dass in den Verbünden VRN schon im Dezember, RMV und NVV dieses Ticket beschlossen wurde. Ein Ticket für alle, für ganz Hessen, für 1 Euro am Tag. Das bedeutet, mobil zu sein, ohne Auto und ohne auf das Elterntaxi angewiesen zu sein. Das bedeutet, dass die Wahl der Oberstufe nicht mehr am Geldbeutel der Eltern hängt, weil dieser Betrag ja oft nicht erstattet wurde, sondern nur bei ganz sozial Benachteiligten, aber nicht bei der Mittelschicht. Also, die mussten zahlen, und oft haben die Eltern dann gesagt, nein, das können wir nicht finanzieren. Und damit war der Weg für das Gymnasium nicht frei. Also auch ein großer Beitrag zum Thema soziale Gerechtigkeit. Und das bedeutet auch, dass die Jugendlichen nicht nur den Weg zur Schule fahren können mit dem Ticket, sondern auch in ihrer Freizeit nicht mehr auf das Elterntaxi angewiesen sind, sondern sich mit Freunden verabreden können, einfach mit dem Bus in das nächste Kino oder zur nächsten Kulturveranstaltung fahren können, ohne nachgucken zu müssen, habe ich jetzt das Geld noch dazu oder nicht. Und diejenigen, die laut Schulgesetz die Kosten erstattet bekommen haben, das waren in den Grundschulen ab 2 km und in den Realschulen bis zur Klasse 10 ab 3 km, die bekommen es auch weiterhin erstattet und können dafür jetzt durch das ganze Land fahren. Ich finde, das ist eine bundesweit einmalige Geschichte. Und die Kinder und Jugendlichen müssen nicht mehr nachdenken über Waben, Tarifzonen oder. Und dadurch erleben sie, wie bequem die Nutzung von Bussen und Bahn sein können und verzichten dann später vielleicht, wenn sie einen Führerschein machen könnten, darauf den Führerschein zu machen oder ein Auto zu kaufen. Diesen Trend erleben wir ja schon. Und mit dem Schülerticket leisten wir einen weiteren Beitrag für umweltfreundlichen Verkehr, der vielleicht hin und wieder auch die Entscheidung gegen das Auto fallen lässt und sich für Bus und Bahn auch weiterhin entscheiden. Wenn die Kinder und Jugendlichen dann später studieren, gibt es ja schon bereits das Semesterticket. Und wenn sie dann später noch beim Land Hessen anfangen, haben sie gleich das Jobticket. Also eine super Signalwirkung für alle in diesem Land. Und ein Punkt. Es ist ja oft so, dass Menschen das Auto nutzen, weil es eh da ist. Und jetzt ist dann das Jobticket oder das Schülerticket eh da. Und das heißt, man muss nicht mehr überlegen, spare ich Kosten, weil es mit dem Auto günstiger ist oder vermeintlich günstiger, weil nur die aktuellen Benzinkosten gerechnet werden, sondern ich habe ein Ticket, das genauso eh da ist, und ich kann einsteigen. Und da ich ja gerade einen kleinen Exkurs zum Jobticket gemacht habe, möchte ich noch gerne auf die Rede von Herrn Greilich von gestern eingehen, der gesagt hat, bei dem Punkt zu den Tarifvereinigungen und dem Jobticket. Wenn der politische Wille da ist, machen Sie doch nicht so ein Theater, machen Sie es einfach.
dann kann ich nur feststellen, anscheinend war bei der FDP der politische Wille nicht da, denn im letzten Koalitionsvertrag stand es auch bereits drin. Ja. Davon, na, die CDU ist immer noch in der Regierung, und die hatte den politischen Willen anscheinend. Anscheinend ist das an der FDP gescheitert. Also, wir reden nicht nur, wir handeln auch. Jetzt bin ich auch an dem Punkt, wo ich noch kurz auf die SPD eingehen will, weil ich weiß ja schon, was an Kritik kommt. Und deswegen will ich mich nicht noch einmal melden, sondern das gleich abräumen. Genau. Also, Herr Schäfer-Gümbel in seiner Presseerklärung vom 9.3. sagt, wir hätten ja gar keinen Plan für Verkehrspolitik, und in den Staatskanzleien und den Ministerien würde Stillstand herrschen und so weiter. Also, ich finde, bei den ganzen Maßnahmen, die wir jetzt gemacht haben und auch schon gemacht haben in vergangenen Zeit, würde ich mal sagen, überprüfen Sie Ihre subjektive Wahrnehmung im Hinblick auf die realen Fakten, weil dann würden Sie zu einem anderen Ergebnis kommen. Ihre Allgemeinplätze, die wir auch heute schon wieder hören konnten im Zuge von Schieneninfrastruktur, helfen nicht weiter. Sie helfen der Allgemeinheit kein bisschen. Wir haben einen Plan und setzen ihn mit konkreten Maßnahmen um. Das ist der Unterschied. Und eine davon ist das Schülerticket, die coolste Maßnahme aller Zeiten, wie man auf Facebook lesen kann. Es gibt da zig Kommentare, sehr spannend zu lesen. Und auch die Rückmeldungen, die wir kriegen, sind also nicht nur überwiegend, sie sind positiv. Und ich denke, es wird ein Riesenerfolg werden. Und die Bedenken, so einfach sind wir nicht, Herr Rudolph. Und ich denke, die Bedenken, die es vorher gab, werden sich in Luft auflösen. Die nächste Kritik, die immer von Ihnen kommt, dass die wichtigste Aufgabe der Ausbau der Schieneninfrastruktur ist. Das ist richtig im Rhein-Main-Gebiet. Die steigenden Fahrgastzahlen, wo Sie sagen, steigende Fahrgastzahlen könnte das Rhein-Main-Gebiet nicht mehr verkraften, könnten nicht aufgenommen werden, weil die Schieneninfrastruktur nicht ausgebaut ist. Das ist richtig, aber wer ist dafür verantwortlich? Sicher nicht die Landesregierung, sondern die Bundesregierung. Und in dieser Bundesregierung sitzt auch die SPD, genau, und dann man vergisst es manchmal, aber so ist es. Jetzt bin ich ruhig. Ja. Und so wie sich unser Ministerpräsident und Verkehrsminister für die Regionalisierungsmittel eingesetzt hat, mit Erfolg, hätte ich erwartet, dass Sie sich für die Bundesmittel aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsprogramm einsetzen. Aber das ist eingefroren. So, dann räume ich auch gleich noch die Kritik der LINKEN ab. Die wird ja gleich ans Rednerpult treten und sagen, Schülerticket kostenlos muss her, und was kostet, sozusagen, ist nichts. Klar, wer will denn schon Nein sagen, wenn man sagt, Freibier für alle, und wenn es darum geht, Wohltaten zu verteilen. Aber man muss die Wohltaten auch bezahlen. Und Mobilität kostet auch was, und deswegen muss sie bezahlbar sein, aber nicht kostenlos. Deswegen. Das haben die in den Tarifvereinbarungen verhandelt. Ja, genau. Ja. Die haben ja auf etwas verzichtet. Deswegen ist das Schülerticket. Deswegen ist das. Na ja, wer hier Sachverstand hat, können wir uns gerne noch einmal beim Kaffee unterhalten. Deswegen ist das Schülerticket für alle, was mit 20 Millionen € von dieser Landesregierung bzw. vom Landtag unterstützt wird, der richtige Weg. Der richtige Weg für mehr Mobilität, weniger Kosten und mehr Unabhängigkeit für die jungen Menschen. Sie können auch gerne noch einmal nachlesen, wie viel Ersparnis das für die einzelnen Familien bedeutet. Es gibt eine schöne Broschüre, eins für alle, für 1 € am Tag. Haben alle in ihren Fächern gehabt. Da ist es noch einmal einzeln aufgeführt, und alle Fragen werden Ihnen vielleicht beantwortet. Gleichzeitig wurde aber auch niemand gezwungen, das Ticket zu kaufen, im Gegensatz zu dem Solidarmodell des Semestertickets. Wer weiter zu Fuß zur Schule gehen will oder mit dem Fahrrad fahren will oder sich bringen lassen will, kann dies auch weiterhin tun. Also eine echte Wahlfreiheit, die durch das Angebot überzeugt. Ich denke, trotz des Gemäheres von Herrn Rudolph sind alle anderen Fraktionen jetzt auch überzeugt und unterstützen unseren Antrag. Und wir freuen uns, dass das Schülerticket ein großer Erfolg wird.
Vielen Dank, Frau Kollegin Müller. Als nächstes spricht für die Fraktion der SPD Herr Kollege Frankenberger. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir gönnen das den Grünen doch. Wir gönnen ihnen das. Endlich, endlich, endlich nach drei Jahren. Entschuldigen Sie, Herr Frankenberger, ich darf daran erinnern, dass wir Zwischenrufe aus dem Plenum üblicherweise akzeptieren, aber nicht von der Regierungsbank. Also, endlich, 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 lieber Kollege. Ja, nein, ich gönne das doch den GRÜNEN. Endlich, endlich gibt es nach über drei Jahren im Land ein nennenswertes Mobilitätsprojekt, das man mit einem grünen Verkehrsminister verbinden kann. Darauf haben die GRÜNEN seit über drei Jahren gewartet. Insofern gönne ich Ihnen das auch, während vorher in diesem Lande im Mobilitätsbereich Stillstand herrschte, meine Damen und Herren. Ich hatte ja teilweise den Eindruck, wenn die Kollegin Müller noch 10 Minuten länger geredet hätte, der Minister hätte gar nicht durch die Tür gepasst, so stolz wäre er geworden, bei dem, was die Kollegin Müller hier an Lob ausgeschüttet hat. Nein, meine Damen und Herren, aber damit das von vornherein klar ist, die SPD-Fraktion freut sich mit den hessischen Schülerinnen und Schülern und mit den Auszubildenden, dass das landesweite Schülerticket mit dem Schuljahr 2017/2018 kommt. Und dass es dadurch ein weiteres Mobilitätsangebot für die Schülerinnen und Schüler in Hessen gibt, meine Damen und Herren. Das ist aber einfach so, und das gestehen wir auch zu. Nur, Kollege Müller, wissen Sie, das ist für uns aber keine Entscheidung gegen das Auto, sondern für uns ist das eine Entscheidung für ein zusätzliches Mobilitätsangebot. Ich habe immer noch den Eindruck, dass die GRÜNEN so ganz ihren Kreuzzug gegen die Autos in Hessen nicht ganz aufgegeben haben. Für Sozialdemokraten sage ich, gehören die Verkehrsträger miteinander verzahnt, und jeder soll da eingesetzt werden, wo es sinnvoll ist, ohne den einen gegen den anderen auszuspielen, meine Damen und Herren. Und das wird jetzt den Minister auch wundern, Anerkennung dafür, dass die Landesregierung das gemacht hat, was sie zu Beginn der Legislaturperiode versprochen hat. Herr Kollege, Herr Staatsminister Al-Wazir, ich hoffe, Sie haben genau hingehört. Denn Anerkennung von der Opposition ist ja bekanntlich dreimal so viel wert wie das von den eigenen Leuten. Und Anerkennung von der Opposition nutzt sich auch nicht so schnell ab wie Selbstlob, meine Damen und Herren. Das Schülerticket sollte schon im letzten Herbst beschlossen werden. Aber da damals der zuständige Minister seine Hausaufgaben noch nicht erledigt hatte, musste man nachsitzen. Jetzt haben die Aufsichtsräte der drei hessischen Verkehrsverbünde grünes Licht für die Einführung des Schülertickets gegeben. Möglich geworden ist das, weil sich die kommunalen Vertreter sehr konstruktiv und zielorientiert an dem Prozess beteiligt haben. Dafür herzlichen Dank. Herr Pottenberg, wenn Sie interessiert, gehen Sie Mittagessen. Da haben Sie mehr vor, das will ich zuhören. Nein, ich habe eben vernommen, dass Sie der Dank, den ich den kommunalen Vertretern ausgesprochen habe, dass Sie das nicht nennenswert interessiert. Das ist das, was ich von Ihrem Zwischenruf mitgenommen habe, Herr Kollege Pottenberg. Der Dank der SPD gilt auch den hessischen Verkehrsverbünden, den Aufsichtsräten, die es letztendlich dann auch möglich gemacht haben, dass das Schülerticket zum Schuljahr 2017 kommen kann. Und wir hoffen, dass der Millionenbetrag, den das Ministerium für Werbemaßnahmen zur Einführung des Schülertickets ausgeben will, gut angelegt ist und das Schülerticket dann auch die Akzeptanz findet, die wir alle erhoffen. Meine Damen und Herren, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 20. März, also zu Beginn dieser Woche, konnten wir lesen, bei S-Bahnen im Rhein-Main-Gebiet die Pünktlichkeit ist weiter gesunken. S-Bahnen, Regionalbahnen verspäten sich im Rhein-Main-Gebiet in großem Ausmaß. Meine Damen und Herren von Schwarz-Grün, Herr Minister, anstatt viel Geld für Marketingmaßnahmen auszugeben,
wäre es doch sicherlich sinnvoll, dass Sie sich einmal um die Pünktlichkeit des ÖPNV im Rhein-Main-Gebiet kümmern, meine Damen und Herren. Denn ein pünktlicher ÖPNV sorgt letztendlich für mehr Akzeptanz bei jungen Menschen für den ÖPNV. Verspätungen dagegen sprechen sich schnell herum, und dann werden die jungen Leute das Interesse am Schülerticket auch schnell verlieren. Das können wir gemeinsam nicht wollen. Der jährliche Zuschussbedarf für das Schülerticket, den die Landesregierung mit 20 Millionen € angesetzt hat, ich sage einmal deutlich, das werden mindestens 20 Millionen € werden. Weil das Ziel ist ja sehr ambitioniert. Denn wir wissen, dass es Berechnungen gibt, die den jährlichen Zuschussbedarf als bedeutend höher ansehen, meine Damen und Herren. Und damit dieses ambitionierte und ehrgeizige Ziel und jetzt auch bei diesen 20 Millionen € bleiben kann, brauchen wir auch einen pünktlichen und verlässlichen ÖPNV. Und damit sind wir beim ländlichen Raum. Denn eine Voraussetzung dafür, dass das Schülerticket eine Akzeptanz erfährt, ist, dass es überhaupt ein akzeptables ÖPNV-Angebot gibt. Aber wegen finanzieller Mittel sind die Angebote dort stellenweise so ausgedünnt worden, dass die Jugendlichen zwar um 20 Uhr noch mit dem ÖPNV von ihrem Heimatort wegkommen, aber danach nicht mehr nach Hause kommen, weil es weder ein Angebot für Bus, Bahn oder Anrufsammeltaxi gibt. Und wenn Sie Glück haben, ich sage, wenn Sie Glück haben, dann gibt es noch ein Angebot tagsüber, das Sie nutzen können, um die Arbeitsstelle oder den Ausbildungsplatz zu erreichen. Was wir in Hessen brauchen und immer noch nicht haben, denn da wirkt Grün nicht, ist eine nachhaltige und zukunftsorientierte Mobilitätsstrategie, die dafür sorgt, dass die einzelnen Verkehrsträger ÖPNV, Individualverkehr sinnvoll miteinander verzahnt werden, dass die einzelnen Verkehrsträger ihre Stärken dort, wo sie gebraucht werden, auch entfalten können, meine Damen und Herren. Das Schülerticket, das angekündigte Jobticket, das sind jede für sich genommen sinnvolle und unterstützenswerte Maßnahmen. Was wir vermissen in der Mobilitätspolitik in Hessen ist die verbindende Klammer. Die Energiewende sowie der Erhalt unserer Umwelt und lebenswerter Räume kann nur mit einer Verkehrswende gelingen. Mobilität hat eine Schlüsselfunktion für soziale Teilhabe. Beides stimmt. Mein Kollege Timon Gremmels hat ja bereits am Dienstag anlässlich der Debatte zum Klimaschutzplan darauf hingewiesen. Eine Energiewende gibt es nur mit einer Verkehrswende. Was ich eben vorgetragen habe, ist allerdings aus dem Regierungsprogramm der GRÜNEN für die Jahre 2014 bis 2019. Da hatten die GRÜNEN nämlich noch Ansprüche an ihr eigenes politisches Handeln, meine Damen und Herren. Und dort heißt es weiter, gemeinsam mit den Menschen in Hessen wollen wir einen Mobilitätsmasterplan entwickeln, der alle Verkehrsarten berücksichtigt und verbindliche Ziele definiert. Wo ist denn der, meine Damen und Herren? Wo ist der? Sie regieren mittlerweile seit über 3 Jahren nothing, nichts, null, zero. Stattdessen lassen Sie sich für Einzelmaßnahmen abfeiern, die für sich gesehen sinnvoll sein können. Ich wiederhole es noch einmal. Auch die Sozialdemokraten unterstützen das Schülerticket. Aber aus der Summe von Einzelmaßnahmen erwächst nicht automatisch ein sinnvolles, nachhaltiges und auf die Zukunft ausgerichtetes Verkehrskonzept. Meine Damen und Herren, mein Beispiel. Vor nicht allzu langer Zeit haben wir im Landtag hier darüber debattiert, dass es nun endlich, wenn auch in bescheidenem Maße, das Land trägt gerade bei 3% zur Finanzierung des ÖPNV in Hessen bei, dass es nun endlich, wie in anderen Bundesländern längst üblich, auch in Hessen originäre Landesmittel für den ÖPNV gibt. Diese Mittel sind deshalb gewährt worden, weil es ohne dieses Geld zu Abbestellungen gekommen wäre. Und insbesondere im ländlichen Raum, wo das Angebot nicht gerade üppig ist, es zu weiteren Ausdünnungen beim ÖPNV gekommen wäre. Für Innovationen, für neue Ideen, da haben die Verbünde kein Geld. Hier wird sozusagen der Status quo erhalten. Und darauf ist man auch noch stolz. So weit ist es bei den GRÜNEN schon gekommen, meine Damen und Herren.
Aber, das will ich an dieser Stelle noch einmal sagen, angesichts dieser Rahmenbedingungen ist die Leistung der Verkehrsverbünde in Hessen umso höher einzuschätzen. Also hören Sie auf, sich hier für jede Einzelmaßnahme selbst abzufeiern und dabei den Blick auf die großen Herausforderungen zu verlieren. Wir freuen uns über das Schülerticket. Wir werden dem Antrag auch zustimmen. Wir sind ja schon froh darüber, dass Sie nichts Falsches aufgeschrieben haben. Dann kann man das auch mal honorieren, meine Damen und Herren. Wir freuen uns über das Schülerticket, aber ein Schülerticket macht noch keine Verkehrswende. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Frankenberger. Als nächstes hat das Wort Frau Abg. Wissler für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Angebot der vergünstigten und landesweit gültigen Fahrkarte für Schülerinnen und Schüler ist ein Schritt in die richtige Richtung. Für viele, die jetzt eine Schülerfahrkarte haben, wird es etwas günstiger, und sie können in ihrer Freizeit auch jenseits der Kreisgrenzen ohne Aufpreis fahren. Und diese Entlastung für diese Familien findet natürlich unsere Zustimmung. Auch dass nun mehr junge Menschen an Busse und Bahn herangeführt werden, ist richtig. Das ist tendenziell eine gute Sache, und wir erkennen an, dass Sie das jetzt eingeführt haben. Wir haben aber auch Kritikpunkte, und die betreffen keine Eitelkeiten, sondern wir finden, dass an einigen Stellen dieses Schülerticket doch nicht ganz gut konzipiert wurde. Ihr Schülerticket, das muss man schon erwähnen, ist leider für viele noch ein Luxusprodukt. Die 31 € pro Monat sind ein guter Preis für eine Monatskarte im Vergleich zu den völlig überteuerten normalen Preisen, insbesondere im Rhein-Main-Gebiet. Für Eltern, die jeden Euro umdrehen müssen, ist das immer noch viel Geld, insbesondere wenn sie mehrere Kinder haben. Bei zwei Kindern reden wir eben schon von über 700 € im Jahr. Im Vergleich zu den 31 € pro Kind im Monat, der im Hartz-IV-Regelsatz eines 15-Jährigen vorgesehene Anteil für die gesamte Mobilität beträgt rund 13 €, also nicht einmal die Hälfte. Wir werden also in der Praxis Kinder haben, die selbstverständlich durch ganz Hessen fahren können, und andere, die sich diese Mobilität nicht werden leisten können. Und eine ähnliche Ungleichheit, die gibt es auch bei der Fahrkostenerstattung für Schülerinnen und Schüler durch die Schulträger, also in der Regel die Landkreise. Ja, für viele Schülerinnen und Schüler werden die Kosten erstattet, wenn sie die nächstliegende Schule besuchen und die Grundschule mehr als 2 km, die weiterführende Schule mehr als 3 km entfernt ist, oder aber, dass der Schulweg vom Schulträger für unzumutbar befunden ist. Das kann z. B. ein unbeleuchteter Feldweg sein, aber so etwas wird eben nicht immer anerkannt. Diese Erstattung gilt aber nur bis zum Ende der Schulpflicht, also bis zum Abschluss der 10. Klasse, bei G8 sogar nur bis zur 9. Klasse. Oberstufenschüler müssen ihren Schulweg also immer selbst bezahlen. Und ich finde, das ist eine Sache, an der sich auch dringend etwas ändern sollte, wenn wir über Bildungsgerechtigkeit sprechen. Ich habe den Zwischenruf nicht verstanden, Frau Habsburg. Was zur Sache beizutragen? Ja, das liegt daran, dass die Oberstufenschüler es ja nun an den Gymnasien gibt. Also deswegen spreche ich in dem Fall von den Gymnasiasten. Und diese 365 € sind eben nicht ohne, auch wenn sie preislich unter vielen heutigen Angeboten liegen. Einen echten Nachteil aber haben die Eltern und Schüler z.B. im Landkreis Offenbach, in Hanau oder Fulda. Hier und an einigen anderen Orten in Hessen ist das bisherige Angebot ja zum Teil erheblich billiger als das neue Angebot. Und das betrifft auch die Städte Gießen, Wetzlar, Rüsselsheim, Bad Homburg, Fulda, Marburg oder den Main-Taunus-Kreis. Eine jetzige Clever-Card kostet beispielsweise in Hanau 297,50 € im Jahr. Das neue Ticket mit 365 €
Das wären also 20% Preiserhöhung. Ja, Frau Dorn, Sie haben recht. Natürlich kann man dafür viel weiter fahren. Man kann auch in ganz Hessen fahren für den Preis. Aber da frage ich Sie, wie oft fährt denn ein Sechstklässler von Fulda nach Frankfurt oder ein Oberstufenschüler von Kaufungen nach Bensheim? Ja, man bekommt mehr für diesen Preis. Aber der Kern des Schülertickets ist doch immer noch, dass Schülerinnen und Schüler zur Schule kommen. Und wenn dieses zur Schule kommen jetzt durch Ihr Schülerticket teurer wird als vorher, dann finde ich, ist das ein Problem, das man schon einmal ansprechen muss, auch wenn Sie dafür theoretisch weiterfahren könnten. Und deswegen müsste hier nachgebessert werden. Deswegen wäre es doch klug, wenn das Hessenticket nur so viel kostet, wie der niedrigste heutige Preis bei dem niedrigsten heutigen Preis angesiedelt würde. Wenn der Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Wagner. Zeit ist oder Kurzintervention. Aber wenn der niedrigste Preis heute bei 297 liegt, dann wäre es ja klug gewesen, das Hessenticket eben bei dem jetzt schon niedrigsten Niveau dort anzusiedeln. Und schaut man sich die ganze Sache mal aus bildungspolitischer Sicht an, bleibt ohnehin ein großes Fragezeichen. Wenn wir in Hessen die Lernmittelfreiheit gesetzlich eingeführt haben, wieso sind denn dann Fahrten zu Bildungseinrichtungen für irgendeinen Schüler oder irgendeine Auszubildende überhaupt kostenpflichtig? Es kann von Lernmittelfreiheit ja keine Rede sein, wenn schon das Erreichen der Schule manche Eltern in finanzielle Nöte bringt. Und mit dem Schülerticket sind auch andere Probleme nicht gelöst. Ja, können Sie einen Antrag dazu einreichen, dann reden wir darüber. Sie haben einen Antrag zum Schülerticket gemacht. Jetzt reden wir über Ihr Schülerticket. Und es gibt eine ganze Menge Schülerinnen und Schüler, die morgens um kurz vor sieben an der Bushaltestelle stehen, um pünktlich zu Schulbeginn an der Schule zu sein, weil die Anbindungen so schlecht sind. Und ich will darauf hinweisen, ich verstehe es gar nicht, wenn das so ein Erfolgsthema ist, warum regen Sie sich eigentlich so auf, Herr Wagner? Wunden Punkt getroffen. Hm? Ich glaube, da haben die GRÜNEN auch etwas mitzureden. Auf dem Land kommt hinzu, das will ich noch einmal deutlich machen, dass teilweise die Fahrten zur Schule so weit und so lang sind, weil jeder Ort einzeln abgeklappert wird. Und hinzu kommt, dass oft Busse, die nur selten fahren, sehr überfüllt sind, dass kleine Kinder damit mit dicken Rucksäcken oder Schulranzen im Gang ausharren, keinen Sitzplatz finden. Von daher, es gab ja auch den Schulbustest vor kurzem, finde ich, ist auch das ein Punkt, an dem man ansetzen könnte. Und es geht natürlich auch um die Frage der Zumutbarkeit von Schulwegen. Also ich finde, auch da muss man schauen, welche Wege sind wirklich zumutbar für Grundschüler. Eine unserer Abgeordneten hat sich das in ihrem Wahlkreis mal angeschaut, Kollegin Faulhaber, und festgestellt, dass es zum Teil wirklich an Straßen entlang geht, wo es keinen Bürgersteig gibt, die unbeleuchtet sind. Und solche Schulwege sind Schulkindern einfach nicht zuzumuten. Auch da brauchen wir eine Fahrtkostenerstattung, auch wenn die Schule unterhalb von 2 Kilometern entfernt ist. Und eine Familie, die eben zum Beispiel Hartz IV bezieht, wird Probleme haben, sich diese 365 € für eine Fahrkarte leisten zu können. Und egal wie weit sie trägt, Schulkinder nutzen doch eben diese Karte, gerade Grundschulkinder, die nutzen doch dieses Schülerticket dann nicht für Ganztagesausflüge quer durch das Hessenland. Ich will damit nur sagen, dass das Thema Schülerbeförderung noch weitaus mehr Probleme mit sich bringt, als die Einführung des Schülertickets vom Tisch wären. Damit sage ich nicht, dass es nicht ein richtiger Schritt ist. Es ist ein richtiger Schritt, aber es bleiben hier auch einige Probleme und einige Fragen offen. Und dazu gehört eben auch die Tatsache, dass Schüler ab der 11. Klasse G9 bzw. ab der 10. Klasse G8 eben selber bezahlen müssen. Auch das ist ein Problem. Und deswegen fordern wir, dass die Schülerbeförderung ohne Wenn und Aber kostenfrei sein muss. Und da verstehe ich nicht, was für Landesbeschäftigte und Beamte geht, was jetzt durch den neuen Tarifvertrag und dann auch durch die Übertragung auf die Beamtinnen und Beamten geht, was wir ausdrücklich gut finden. Das ist ein richtiger Schritt. Aber warum soll denn das für Schülerinnen und Schüler nicht gehen? Und Frau Müller, da verstehe ich Ihre Argumentation wirklich nicht. Sie haben explizit in Ihrer Rede gesagt, das Schülerticket soll nicht kostenlos sein. Aber ich frage Sie,
Warum sollen denn Schüler bzw. ihre Eltern dafür bezahlen, wenn es für Beamte und Landesbeschäftigte kostenlos ist, was wir, wie gesagt, explizit richtig finden? Und es ist ja gut, dass immer mehr Personengruppen Pauschalangebote gemacht werden. Aber mittelfristig wird es doch Zeit, den nächsten Schritt zu gehen. Wir brauchen deutlich gesenkte Fahrpreise, aber wir brauchen perspektivisch eben auch so etwas wie einen Nulltarif, dass man eben sagt, man muss es über Steuer finanzieren. Ja, das gibt es ja Beispiele dafür, dass das gut umsetzbar ist. Den Nulltarif für die Landesbeschäftigten und Beamten haben Sie ja eingeführt. Das finden wir explizit gut. Jemanden, der für 180 € beispielsweise eine Monatskarte von Darmstadt nach Frankfurt bezahlt, dem ist dann irgendwann schon schwer zu erklären, wenn eine Schülerin, der Student oder der Beamte auf den Plätzen um ihn herum ein Vielfaches weniger bezahlen. Und das ist, finde ich, schon ein Thema, über das man auch reden muss, weil natürlich, also das ist doch jetzt absurd, hier von Sozialneid zu reden, Herr Wagner. Also, das ist doch wirklich ein Unfug. Ich bin dafür, dass Landesbeschäftigte kostenlos fahren. Ich bin auch dafür, dass Beamtinnen und Beamten kostenlos fahren. Aber warum Schüler, die kein Einkommen haben, nicht kostenlos fahren sollen, das könnten Sie doch einmal erklären. Das hat doch nichts mit Sozialneid zu tun. Meine Güte. Ich komme zum Schluss. Frau Kollegin, Sie müssen jetzt auch zum Schluss kommen. Ja, ich würde zum Schluss kommen, wenn Herr Wagner mal zum Schluss käme. Ihr Schülerticket ist für viele Menschen ein Fortschritt in die richtige Richtung. Aber ich finde, ganz so traumhaft, wie Sie es darstellen, Herr Minister, ist es nicht. Wir haben an einigen Stellen Kritikpunkte. Und deshalb finden wir, dass an einigen Stellen da durchaus nachgebessert werden könnte. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abg. Wissler. Als nächstes spricht Herr Kollege Caspar für die Fraktion der CDU. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich stelle fest, dass das Schülerticket eine große Anerkennung findet und im Wesentlichen eine Zustimmung. Das enthebt aber offensichtlich die Opposition nicht von der Aufgabe, auch wenn es eigentlich nichts zu kritisieren gibt, gleichwohl Kritik zu üben. Und Frau Kollegin Wissler, wenn Sie hier ans Mikrofon getreten sind, dann hätte ich ja erwartet, dass Sie uns darlegen, wenn das alles so schlecht ist, dass in den Ländern, wo Sie regieren, die Dinge viel besser wären. Also, ich nenne einmal das Land Thüringen, wo es eben keineswegs für die Schüler. Ich erwähne das Land Thüringen, wo es also nun ganz bestimmt nicht die Schülertickets zum Nulltarif gibt. Das Einzige, was es in Thüringen zum Nulltarif gibt, das ist Ihre Regierungsleistung, und mehr ist die dort auch nicht wert. Ja, Frau Wissler, das mag Sie ja stören, dass wir das hier ansprechen, aber es ist nun einmal schon so, wenn man nicht nur Opposition ist, sondern auch mitregiert, dann muss man eben auch sich daran messen lassen, welche Politik man dort macht, wo man regiert. Und immer hier nur aufzutreten und zu sagen, mit dem Geld, es darf ein bisschen mehr sein. Und 1 € pro Tag ist ja viel zu viel. Es müssten 0 € pro Tag sein. Das ist doch wirklich sehr dünn, was Sie hier vorgetragen haben. Auch Herr Frankenberger hat gesagt, ja, das ist gut. Das unterstützt man im Grundsatz. Überhaupt finde ich das schön, dass Sie das hier unterstützen. Ich begrüße es auch, dass Sie sich sehr einsetzen für die Pünktlichkeit. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ein SPD-Vorsitzender Pünktlichkeit diskriminierend so als Sekundärtugend abgetan hat. Schön, dass Sie sich jetzt auch der Pünktlichkeit annehmen. Aber Sie können davon ausgehen, dass wir das natürlich schon längst auf dem Schirm haben. Und damit Pünktlichkeit im ÖPNV möglich ist, leisten wir sehr viel, um die Infrastruktur dort auszubauen.
Sie konnten vielleicht der Tagespresse entnehmen, zumindest heute. Vielleicht ist aber Ihre Rede ja schon gestern geschrieben worden, sodass Sie es nicht mehr berücksichtigen konnten. Aber der heutigen Tagespresse konnten Sie ja entnehmen, dass z.B. der vierspurige, der viergleisige Ausbau zwischen Frankfurt und Friedberg jetzt angegangen wird. Das ist ja z.B. eine der Maßnahmen, um dort für die S6 Pünktlichkeit sicherzustellen. Denn wir wissen, dass eben bei der begrenzten Kapazität der zwei Gleise und des Vorrangs des überregionalen Verkehrs das eines der Gründe für Unpünktlichkeit ist. Das wird aber jetzt beherzt angegangen. Ebenfalls darf ich erwähnen, dass die Planfeststellungsverfahren eingeleitet worden sind für die Nordmainische S-Bahn oder dass es auch mit der Regionaltangente West weitergeht. Also die Dinge, die Sie hier anmahnen, sind ebenfalls auf dem Weg. Und auch dann werden wir, wenn die Dinge weiter vorangehen, auch darüber hier eine Debatte führen. Heute ist aber das Hauptthema das Schülerticket. Und ich finde schon, wenn wir hessenweit den Schülerinnen und auch, und darauf legen wir besonderen Wert, auch den Auszubildenden das Angebot gegeben wird, für 1 € pro Tag den ÖPNV in Hessen zu nutzen, dann ist das ein ganz hervorragendes Angebot. Und wenn Sie sagen, es gibt einzelne Bereiche, wo es bisher für den örtlichen ÖPNV ein günstigeres Ticket gab, so ist das natürlich richtig. Gleichwohl, um ein Beispiel zu nennen, wenn man bisher in Bad Homburg als Schüler für 300 € im Jahr etwa in der Stadt Bad Homburg sich bewegen konnte, dann weiß doch jeder, dass viele Schülerinnen und Schüler und Auszubildende eben sich nicht nur in Bad Homburg gerne bewegen, sondern auch Nachbarkommunen aufsuchen, so die Stadt Frankfurt am Main, weil es da eben durchaus auch ein zusätzliches Angebot gibt. Kollege Bellino weist darauf hin, oder nach Neuansbach fahren, um die Schönheit der Landschaft und der Dinge dort zu erleben. Also man sieht, dass diejenigen, die beispielsweise in Bad Homburg sind und jetzt umsteigen auf das 1-Euro-Ticket pro Tag, dass die auch erhebliche Vorteile dadurch haben, weil sie sich eben nicht nur in ihrer Kommune bewegen, sondern darüber hinaus unterwegs sind. Das wissen die Schülerinnen und Schüler zu schätzen. Wir sind davon überzeugt, dass dieses hochattraktive Angebot ein Erfolgsmodell werden wird. Deswegen haben wir das auch mit Freude angegangen, im Koalitionsvertrag aufgenommen, damit den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes versprochen. Und heute können wir sagen, versprochen, gehalten, ein Erfolg für Hessen und den ÖPNV. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Caspar. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Herr Kollege Hahn, bitte sehr, für die Fraktion der Freien Demokraten. Herr Präsident! Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich habe heute Morgen für die FDP-Fraktion gesagt, wenn die Landesregierung etwas gut macht, dann soll Opposition sich auch loben, und habe das bei dem Thema Umorganisation in der Steuerverwaltung dann von diesem Pult aus ja auch getan. Da könnte man sich dran gewöhnen, aber dieser Fall hier, lieber Kollege, ist in unseren Augen eine nicht so gute Lösung. Und deshalb wollen wir loben, aber auch tadeln. Sie wundern sich vielleicht, dass nicht wie bei den anderen Fraktionen die verkehrspolitischen Sprecher, sondern der finanzpolitische Sprecher hier steht. Das hat ein bisschen auch damit zu tun, dass der Kollege Lenders gerade auf einer Beerdigung in Fulda ist. Aber das hat insbesondere auch damit zu tun, dass wir bei der Vorbereitung dieses Plenarpunktes uns die Frage gestellt haben, was kostet das denn? Uns die Frage gestellt haben, wer bezahlt das denn? Uns die Frage gestellt haben, ist nicht jetzt innerhalb von wenigen Tagen
bei der Regierung von CDU und den GRÜNEN die Abteilung begonnen worden, wir schenken auf Steuergeld den Bürgerinnen und Bürgern irgendetwas. Könnt ihr auch mitklatschen? Also, wir haben am Anfang der Woche haben wir zur Kenntnis genommen, dass der Ministerpräsident sich sehr darüber freut. Und Kollege Frömmrich hat das ja gestern auch theatralisch hier vorgetragen, dass nun der Tarifabschluss 1:1 auf die Beamten übernommen wird. Losgelöst davon, ich will gar nicht die inhaltliche Debatte führen, aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, wissen Sie offensichtlich schon, dass Sie sich 2 Jahre lang unkorrekt verhalten haben und nunmehr in Form eines Wahlgeschenkes im Wahljahr diese Aktion für die Beamtinnen und Beamten durchführen. Darüber kann man sich freuen, wenn man Beamter ist. Darüber muss man Fragen stellen, wenn man für den Haushalt des Landes Hessen mitverantwortlich ist. Und nachdem sich der Ministerpräsident freuen durfte, darf sich nun heute sein Stellvertreter freuen. Er darf sich freuen, dass er zwar nicht alles, aber immerhin doch einiges aus seinem Wahlprogramm hat umsetzen können. Denn die GRÜNEN fordern ja schon seit gefühlten 25 Jahren das Schülerticket in Hessen. Also können Sie sich darüber freuen. Nur, meine sehr verehrten Damen und Herren, welche Chuzpe eigentlich muss man haben, um sich in Pressekonferenzen, in anderen Dingen so sicher zu äußern, dass diese Veranstaltung mit 20 Millionen € Landesgeld an die Verbünde tatsächlich bezahlt ist? Welche Chuzpe muss man da eigentlich haben? Es ist ja noch keine 2 Monate her, dass mein Kollege Jürgen Lenders die Landesregierung gefragt hat, was kostet denn ein Schülerticket? Die Antwort, ich verkürze sie jetzt ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen polemisch. Man hat keine Prognosen, wie viele Schülertickets verkauft werden. Man ist ahnungslos bei den Fragen, wie denn die kalkulierten Vollkosten für das Schülerticket wirklich sind. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, obwohl man weder den Bedarf noch die Kosten weiß, geht man davon aus, 20 Millionen € sei der Deckel. Nun bin ich ja nur Jurist, wie Sie wissen. Und Iudex non calculat ist eine Standardfloskel, die wir Juristen noch immer beachten sollten. Aber eines ist klar. Mich wundert, dass ein Metzgermeister sich dazu jetzt äußert und kein Jurist. Das wundert mich jetzt aber wirklich. Aber dass man, wenn man 2 Parameter nicht kennt, man kennt 2 Parameter nicht, man kennt weder den Bedarf, noch kennt man die Vollkosten, und trotzdem erklärt man, die ganze Veranstaltung kostet nur 20 Millionen €. Das glauben wir nicht. Und da sind wir ja nicht alleine, die das nicht glauben. Sie wissen, dass es war, glaube ich, der Hessische Städtetag gewesen, der in Fulda vor 10 Tagen, vor 14 Tagen sich auch mit diesem Thema beschäftigt hat und der jetzt zu dem Ergebnis gelangt ist, so haben wir es jedenfalls kommuniziert bekommen, unter 30 Millionen € geht da mal überhaupt nichts. Also 50% plus, um es einmal andersherum darzustellen. Da wundern wir uns, dass die Bürgerinnen und Bürger uns Politiker nichts mehr abnehmen, wenn wir einmal Zahlen sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren. So geht es nun wirklich nicht. Ich wiederhole noch einmal. Der Bedarf ist das zentrale Thema. Wer kauft denn solch ein Schülerticket? Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich weiß nicht, wer darauf hingewiesen hat, aber es war, glaube ich, Frau Wissler eben, die gesagt hat, haben denn alle Eltern, insbesondere von Zweit- und Drittklässlern oder wegen mir auch von Sechstklässlern, die Lust, dass ihre Kinder kostenlos durch ganz Hessen fahren können? Wollen die das wirklich? Ja, ob die das brauchen, ist eine andere Frage. Ich gehe jetzt auf die emotionale Ebene ein und sage nicht Papi und Mami, oh nee, also so weit soll aber der 10-Jährige oder die 9-Jährige nun wirklich nicht von zu Hause aus einfach mal wegfahren können. Und dann kaufen die das Schülerticket nicht. So einfach ist die Veranstaltung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, damit geht ihr, hören Sie doch auf, zwischenzurufen bei einer Sache, die so etwas von unstreitig ist. So etwas von unstreitig ist. Und die können auch die GRÜNEN mit ihrer belehrenden Art nicht verändern. Weil nun einmal Angst eines der Gene von Eltern ist, und da werden sich eine ganz große Zahl dagegen entscheiden, dass ihren Sprösslingen diese Möglichkeit gegeben wird. Dritte Bemerkung. Was ist denn eigentlich mit dem KFA? Das ist ja ein Problem, auf das die Kommunale Familie auch hingewiesen hat. Wir kamen auch schon selber drauf.
Bisher ist ja der Schulträger für die Kosten zuständig. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie wird denn das jetzt im KFA verrechnet, wenn auf einmal das Land 20 Millionen € an den RMV herübergibt? Wird das abgezogen bei den Kommunen? Nach was für einem System wird das gemacht? Ich rede, meine sehr verehrten Damen und Herren, von ganz praktischen Fragen, die uns jedenfalls in den letzten Wochen und in den letzten Tagen von kommunalen Spitzenvertretern übergeben worden ist. Nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Die FDP hält es für grundsätzlich klug, dass es eine Vereinfachung des Schülerverkehrs in Hessen gibt. Ich bin auch gar nicht, und ich glaube auch keiner der Vorredner, auf die Unterschiede, auf die strukturellen Unterschiede eingegangen, die zwischen dem Gebiet des RMV auf der einen Seite und dem Gebiet des Nordhessischen Verkehrsamts auf der anderen Seite sind. Da muss einmal Ordnung herein. Wir haben auch nichts dagegen, dass ein Schülerticket und eine Weiterentwicklung des Angebotes durchgeführt wird. Wir haben aber etwas dagegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass uns hier weisgemacht werden soll, das sei eine relativ günstige Veranstaltung mit 20 Millionen € pro Jahr abzuarbeiten. Das bestreiten wir. Und einen Nachsatz. Es sind ja einige, insbesondere der Landesrechnungshof, der immer wieder vorhält, dass der Haushalt des Landes Hessen ein ganz großes Problem habe, dass er nämlich zu viel in Konsumtive und zu wenig Investitionen, kommt das Wort nicht mehr raus, muss jetzt was essen, in investive Bereiche hereingibt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch das, auch gegen diesen Rat verstoßen Sie hier wieder. Es ist eine ausschließlich konsumtive Veranstaltung, deshalb machen wir da auch derzeit nicht mit. Vielen Dank, Herr Kollege Hahn. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Al-Wazir. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich freue mich heute einfach, und ich will einfach zu manchen Redebeiträgen, die ich hier gerade gehört habe, sagen, es würde auch vielen Leuten gut stehen, wenn sie sich auch einfach einmal freuen könnten. Ich will dem lieben Kollegen Uwe Frankenberger sagen, ja, ich weiß, man darf nicht dazwischenrufen von der Regierungsbank, aber mein Zwischenruf war, nicht den GRÜNEN sollst du es gönnen, lieber Uwe, sondern es wäre einfach gut, wenn man es den Schülerinnen und Schülern und den Auszubildenden einfach einmal gönnt. Und ich will einfach an dieser Stelle einmal grundsätzlich sagen, wir reden über, es ist jetzt der dritte Tag der Plenarwoche, und alle Themen sind wichtig. Aber manchmal fällt mir auf, dass es eine ziemliche Diskrepanz gibt über das, worüber wir uns richtig aufregen, und das, was wirklich für viele Menschen wichtig ist. Und das ist ein Thema, was für viele Menschen in ihrem Alltag unglaublich wichtig ist, nämlich für 840.000 Schülerinnen, Schüler und Auszubildende, die ab dem nächsten Schuljahr die Möglichkeit haben, für 1 € am Tag hessenweit unterwegs zu sein. Das ist der Punkt, um den es geht. Und dass uns das gelungen ist, gemeinsam mit den Verkehrsverbünden, auch gemeinsam am Ende mit den Kommunen, mit den Schulwegekostenträgern, mit den lokalen Nahverkehrsorganisationen, ist einfach eine sehr gute Nachricht für die Schülerinnen und Schüler in Hessen, für die Auszubildenden in Hessen, für die Familien in Hessen, meine sehr verehrten Damen und Herren, gerade für diejenigen, die mehrere Kinder haben, die vielleicht sogar über Kreis- oder Stadtgrenzen hinweg unterwegs sind. Es ist deswegen auch eine gute Nachricht für die Wirtschaft in Hessen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich an die Auszubildenden denke. Es macht auch die duale Ausbildung attraktiver, und es ist eine gute Nachricht für den öffentlichen Personennahverkehr. Und ja, es soll natürlich auch die eigenständige Mobilität junger Menschen in Hessen fördern, damit man eben nicht mehr nur eigenständig zu Fuß und per Rad, sondern auch eigenständig mit dem ÖPNV unterwegs sein kann. Es soll für junge Menschen den öffentlichen Personennahverkehr im Wortsinn einfach erfahrbar machen.
und ist damit aus meiner Sicht auch die beste Werbung für den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen. Es ist also deshalb gut für den öffentlichen Personennahverkehr. Es ermöglicht auch den Kindern von einkommensschwächeren Familien eine bessere Teilhabe, meine sehr verehrten Damen und Herren, nicht nur an der alltäglichen Mobilität von der Schule sozusagen zum Wohnort, sondern auch, wenn es um Klassenausflüge geht, wenn es um hessenweite Mobilität geht. Es ist deshalb, und das will ich an dieser Stelle einmal sagen, ein Beitrag dazu, die Mobilitätskosten gerade für Familien zu senken, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen ist es gut für Familien. Es ist ein Beitrag zu Teilhabe und Chancengerechtigkeit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich war letzte Woche im südlichen Hessen unterwegs, und dann kam eine Kunstlehrerin auf mich zu und sagte, sie hat schon geschaut, das gilt dann ja ab dem nächsten Schuljahr, das beginnt Mitte August, die Documenta würde bis Mitte September gehen, und sie mache sich schon Gedanken, ob sie dann mit ihrem Leistungskurs aus dem Süden Hessens auch den Documenta-Ausflug machen kann mit dem Regionalverkehr. So etwas wird in Zukunft möglich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist übrigens ein Beitrag auch zur Verkehrssicherheit. Ich will das ausdrücklich sagen. Jedes eingesparte Elterntaxi entlastet nicht nur die Umwelt, sondern trägt auch zur Verkehrssicherheit bei, gerade morgens zum Schulanfang. Ich empfehle einmal einen Blick vor die Schuleingänge, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch dafür ist es ein gutes Thema. Und was ganz besonders wichtig ist und was übrigens oft in Vergessenheit gerät, gerade für die Auszubildenden, machen wir ein Angebot, was es in der Form noch nie gab. Mir ist es sehr, sehr wichtig, dass wir auch gerade den Auszubildenden an dieser Stelle entgegenkommen, weil die ja nicht nur zum Wohnort, zum Schulort müssen, so wie die Schülerinnen und Schüler, sondern eben teilweise Wohnort, Ausbildungsort und Berufsschulstandort an drei unterschiedlichen Orten sind, in drei unterschiedlichen Kreisen im Extremfall. Da schauen Sie sich einmal die jetzigen Ausbildungstarife und Anschlussfahrkarten an, und dann stellen Sie fest, dass das gerade für die Auszubildenden in Hessen ein wunderbares Angebot ist. Ich gehe davon aus, dass es gerade von denen angenommen wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Davon profitiert die duale Ausbildung und damit insbesondere auch die mittelständische Wirtschaft und das Handwerk in Hessen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ja, ich bin den Koalitionsfraktionen dankbar, dass sie bereits im Landeshaushalt 2017 sich bereit erklärt haben, im Landeshaushalt bis zu 20 Millionen € pro Schuljahr zur Verfügung zu stellen für die Finanzierung der Einnahmeausfälle, die es da, wo es exorbitante Preissenkungen teilweise geben wird, ja, für die Verkehrsverbünde geben kann. Wir haben damit auch eine wissenschaftliche Begleitung vorgesehen, die wir in dieser dreijährigen Erprobungsphase machen, um zu sehen, wie sich Kostenströme entwickeln, ob sich Schülerströme verändern, mit allem, was dazugehört. Und ich will ausdrücklich sagen, weil da ja teilweise, das war schon etwas anders als es Stichwort Kampagne. Ich will das ausdrücklich noch einmal sagen. Es sind die 1,5 Millionen € angesprochen worden, die wir für die Einführungskampagne vorgesehen haben. Das ist keine Einführungskampagne für den Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Sozialdemokratie. Das ist eine Unterstützung der Verkehrsverbünde, damit sie auf dieses neue Angebot auch aufmerksam machen können, damit es von Anfang an gut läuft. Das macht doch Sinn, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich will auch an dieser Stelle noch einmal sagen, und bei der Frage, ob dieses Ticket ein Erfolg wird und wie schnell es ein Erfolg wird, das hängt natürlich damit zusammen, gerade wie das erste Jahr läuft. Und das ist auch ein Beitrag, den Zuschuss des Landes bei 20 Millionen € ausreichend zu halten, wenn es gut läuft, ihn vielleicht sogar deutlich zu unterschreiten. Weil wir haben bisher nur 43% der Schülerinnen und Schüler, die eine Jahres- oder Monatskarte besitzen. Die anderen 57%, das ist unsere Zielgruppe. Und je mehr zusätzliche Jahreskartenkunden wir gewinnen, umso weniger Geld müssen wir am Ende zuschießen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also an dieser Stelle, das macht einfach Sinn. Kurzer Blick zurück. Es gab Vorläufer. Es gab seit 1999 die Idee in Darmstadt und Darmstadt-Dieburg des Mobitic.
Es gab die Clevercards im RMV, es gab das Max-Ticket im VRN. Und an dieser Stelle war jedes Mal zu beobachten, Herr Hahn, wenn man am Ende ein Angebot schafft, das einfach ist, was über eine bestimmte Grenze hinaus wirkt, dann findet man am Ende Neukunden, und diese Neukunden bringen wieder zusätzliche Einnahmen. Und am Ende wurden in der Realität dann die rechnerischen Mindereinnahmen durch die Preissenkungen, durch Mehrverkäufe teilweise aufgefangen, teilweise sogar komplett aufgefangen. Auch an dieser Stelle bin ich sehr zuversichtlich, dass das Schülerticket Hessen ein echter Renner wird und am Ende auch die Kasse stimmt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir hatten einen Prüfauftrag im Koalitionsvertrag von CDU und GRÜNEN. Ich habe dann nach etlichen Vorarbeiten, die wir im Ministerium gemacht haben, im letzten Jahr meinen Traum dann auch mal öffentlich gemacht per Zeitungsinterview. Ein Ticket, ein Land, nämlich Hessen, 1 € am Tag. Das war ein gewisses Risiko. Ich will es offen sagen. Wenn man mit 3 Verkehrsverbünden verhandelt, die ja wiederum alle Nahverkehrsorganisationen haben, Schulwegekostenträger haben, natürlich auch deren Zustimmung braucht. Und am Anfang waren beileibe nicht alle überzeugt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da lag noch viel Arbeit vor uns. Dann ist das ein gewisses Risiko. Aber ich bin sehr sicher, dass dieses Schülerticket ein großer Erfolg wird. Und ich freue mich dann auch darauf, wenn diejenigen, die jetzt noch skeptisch sind, in ein paar Jahren behaupten werden, dass Sie es eigentlich erfunden haben. Und deswegen darauf freue ich mich auch jetzt schon, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich will das mal an dieser Stelle sagen. Ich will das mal an dieser Stelle aus. Wir haben ja Lutherjahr. Es ist unparlamentarisch, den berühmtesten Ausspruch von Martin Luther jetzt hier zu zitieren. Sie kennen das mit der Verzagtheit und der Fröhlichkeit. Aber ich will das ausdrücklich mal sagen. Ich glaube, ein Teil des Problems ist, dass man auch nicht attraktiv wird, wenn man den ganzen Tag nur verzagt ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist am Ende ein Punkt, über den sollte man auch einmal nachdenken. Ich glaube, wenn man etwas will, und wenn man dann etwas anstrebt und wenn man sich ein Ziel vornimmt und wenn man dieses Ziel dann auch erreicht, dann darf man sich auch freuen, und dann wird das am Ende des Tages auch Attraktivität für einen selbst bedeuten. Herr Minister, ich darf Sie an die vereinbarte Redezeit erinnern. Danke, Herr Präsident. Ich habe über diesen langen Weg geredet, und ich will Danke sagen. Ich will Danke sagen dem RMV, Knut Ringert, André Kawai und den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die daran teilgenommen haben. Ich will Danke sagen dem NVV, Wolfgang Rausch und den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die da mitgearbeitet haben. Ich will auch Danke sagen dem VRN, Volkhard Malik und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die da viel getan haben. Und ich will etwas machen, was vielleicht nicht üblich ist, aber ich will auch einmal sagen, es sind ja tolle Träume, und die tollsten Träume von Ministern sind die, die in Erfüllung gehen. Aber ich weiß, dass am Ende ich auch auf ein gutes Team angewiesen bin. Danke an Staatssekretär Matthias Samson, danke an Abteilungsleiter Bernhard Marsberg, danke an Referatsleiter Klaus Dapp und an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die teilweise Tag und Nacht und am Wochenende daran gearbeitet haben, dass dieser Traum in Erfüllung geht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich auch deshalb so, weil dieses Schülerticket ein Baustein in einem Gesamtkonzept zur Stärkung des ÖPNVs in Hessen ist. Ich will das an dieser Stelle noch einmal sagen. Das Schülerticket kommt zum nächsten Schuljahr. Wir haben im letzten November eine Finanzierungsvereinbarung mit den Verbünden abgeschlossen, die den jährlichen Zuschuss an die Verbünde um insgesamt 24% erhöht im Vergleich zur letzten Finanzierungsperiode, knapp 800 Millionen € im Jahr. Der RMV hat jetzt angekündigt, dass er plant, die S-Bahnen auch in der Nacht durchfahren zu lassen, am Wochenende im ersten Schritt. Insofern, ich weiß, warum das jetzt möglich ist. Auch darüber könnte man sich einfach einmal freuen, Herr Kollege Frankenberger. Und auch das Jobticket für die Landesbeschäftigten ist ein Baustein in diesem Gesamtkonzept zur Stärkung des ÖPNV und übrigens auch die Schieneninfrastruktur. Wir unterstützen und begleiten die Planungen der Deutschen Bahn, um die Schieneninfrastruktur und die Bahnhöfe zu ertüchtigen.
Heute konnten Sie lesen, dass die S6 jetzt auf dem Gleis ist und dass wir in diesem Herbst beginnen. Letzten Herbst habe ich den Spatenstich machen können bei der S-Bahn-Station Gateway Gardens. In diesem Sommer wird der Spatenstich folgen am Homburger Damm in Frankfurt. Sie sehen, wir arbeiten auch an diesen Stellen. Das ist ein Gesamtkonzept, das gehört zusammen. Aber gerade wenn es um die Lebenswelt, um die Realität von 840.000 Schülerinnen, Schülern und Auszubildenden in Hessen geht, dann kann man sich auch einfach einmal freuen, wenn es einen Fortschritt gibt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, und ich bin sicher, die Menschen in Hessen auch. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächstes spricht Frau Abg. Wissler für die Fraktion DIE LINKE. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will jetzt die gute Stimmung gar nicht vermiesen, obwohl... Nein, ich habe mich noch einmal zu Wort gemeldet auf den Beitrag von Herrn Caspar. Herr Caspar hat ja mehr über Thüringen als über Hessen gesprochen. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt keine, anders als Sie, Herr Caspar, ich bin keine Expertin für Thüringer Verkehrspolitik. Deswegen würde ich Sie bitten, noch mal ein paar, wenn Sie das können, ein paar Ausführungen zu machen. Ich habe jetzt nur mal auf die Schnelle nachgeschaut. Also, ich habe jetzt gelesen, dass in Thüringen das auch anders gesetzlich geregelt ist als in Hessen. Nämlich das Thüringer Gesetz sieht vor, dass die Fahrtkostenerstattung auch für Oberstufenschüler übernommen wird, dass die Kreise aber Eltern daran beteiligen können. Jetzt habe ich mir das einmal angeschaut, weil Sie ja sagten, in Thüringen haben wir das, was wir jetzt in Hessen toll eingeführt oder einführen werden, nicht. Ich habe jetzt einmal nachgeschaut. Also, so ein Schüler-Azubi-Abo-Ticket in Erfurt kostet 38,60 €. Es gibt eine sehr umfangreiche Kleine Anfrage, wo genau aufgelistet ist, welche Stadt und welcher Kreis wie diese Fahrtkosten zurückerstattet. Das ist dann z.B. in der Stadt Erfurt 50%. Das heißt, also, ich stelle fest, dass Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe dann also kein unter in, ja, ja, in Erfurt, dass sie unter 20 € für ihr Ticket bezahlen. Nein, es ist ja eben schon mehrfach angesprochen worden, dass die Frage ist, wir müssen hier über die Schülerbeförderung in erster Linie reden. Da ist der Sechstklässler eben nicht in der Regel quer durch Hessen einfach mal so fährt, ist ja nicht der Punkt. Deswegen darf es für Menschen vor allem nicht teurer werden. Dazu haben Sie leider nichts gesagt, dass es eben auch Orte in Hessen gibt, die vielleicht das gleiche Verkehrsangebot wie wir es ja nutzen, aber wo es eben teurer wird. Naja, auf jeden Fall ist das dort aufgeschlüsselt. Das heißt also, in der Stadt Erfurt zum Beispiel zahlt heute der Schüler unter 20 €. Das finde ich immer noch zu viel. Ich bin auch in Thüringen für einen Nulltarif, das ist keine Frage. Aber wenn ich mir diese Kleine Anfrage anschaue, dann stelle ich fest, dass in Eisenach 50% erstattet werden, in Erfurt 50%, in Gera 50%, in Jena 50%, in Suhl 50%, in Weimar 50%, im Saale-Orle-Kreis beträgt der Eigenanteil 15 €, im Saale-Holzland-Kreis 20 €, in Saalfeld-Rudolstadt 20 €. Sie wollten über Thüringer Politik reden. Ich habe damit nicht angefangen. Also, deswegen scheint mir doch es so zu sein, dass Thüringen nicht weit genug ist, nicht so weit, wie man auch in Thüringen sein könnte und wie ich es auch gut fände, wenn man wäre. Aber mir scheint, von den Kosten der Schülerbeförderung sind wir in Thüringen doch einen Schritt weiter als in Hessen. Aber vielleicht kann Herr Caspar das widerlegen. Sie haben ja so gute Kenntnisse über Thüringer Verkehrspolitik. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Weitere Wortmeldungen liegen mir jetzt nicht vor. Damit ist die Debatte beendet, und wir stimmen ab. Da der Redebeitrag beendet ist, gibt es auch keine Zwischenfrage mehr. Es tut mir leid, ist nicht bei mir angekommen. Frau Kollegin Wissler, hätten Sie eine Zwischenfrage zugelassen? Gut, also Thema durch. Ja, also jetzt nicht dauernd hin und her. Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Entschließungsantrag Drucksache 19
4661. Wer dem Antrag seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das Zeichen. Das ist die Fraktion der CDU, das ist die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, das ist die Fraktion der Sozialdemokraten. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Das sind die Fraktionen von Freien Demokraten und LINKEN. Damit ist der Antrag beschlossen mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD bei Enthaltung der beiden anderen Fraktionen. Meine Damen und Herren, bevor wir in die Mittagspause eintreten, darf ich noch einmal daran erinnern, dass der Wahlausschuss zur Wahl der richterlichen Mitglieder nun sofort im Kabinettszimmer, also sofort, das heißt unmittelbar im Anschluss an die Sitzung im Kabinettszimmer zusammenkommt. Außerdem möchte ich noch einmal daran erinnern, Informationsveranstaltungen über die Baumaßnahmen zur Schlosssanierung und die sich hieraus ergebenden Konsequenzen beginnt in ca. 10 Minuten im Raum 115S. Ansonsten treten wir jetzt in die Mittagspause ein, und ich unterbreche die Sitzung bis 15 Uhr. Bitte sehr.